Grabbepflanzung im Winter. Die letzte Ruhestätte entsprechend auf den Winter vorbereiten. Um ein Grab oder eine Grabstätte zu einem Ort zu machen, an dem man sich dem geliebten Menschen nahe fühlen kann, sollte diese entsprechend gestaltet sein. Doch welche Art der Bepflanzung eines Grabes ist die passende für den Winter? An bestimmten Feiertagen wie zu Allerheiligen, zu Allerseelen oder dem Totensonntag werden die Gräber unserer Lieben schön geschmückt. Aber die gepflegte Bepflanzung einer Grabstätte ist für Angehörige das gesamte Jahr über hinweg wichtig. Weil dieser Pflege zum Winter hin erhöhte Beachtung gewidmet werden sollte, haben wir im Folgenden für Sie einige wichtige Tipps zum Thema Grabbepflanzung im Winter zusammengestellt. Zunächst einmal, welche Vorarbeiten sind für die kalte Jahreszeit erforderlich? Nehmen Sie sich im ersten Schritt die Zeit, die bereits vorhandenen Gewächse zurückzustutzen und abgestorbene Blätter und Blüten zu entfernen. Dabei können Sie alles wegschneiden, was nicht mehr ansehnlich ist. Bei Rosen sollten Sie aber nur Spitzen entsprechend kürzen. Bei Grabstätten, die sich unter einem Baum befinden, sollte man regelmäßig das abgefallene Laub entfernen. Noch dazu muss zwischen den Pflanzen das sprießende Unkraut gezupft werden. Bis wann kann man noch neue Pflanzen setzen? Möchte man das Beet mit frischen Pflanzen ergänzen, sollte man davor nicht zurückschrecken. Solange kein Bodenfrost eingesetzt hat, kann man ohne Bedenken neue Pflanzen einsetzen. Dafür den Boden einfach etwas auflockern und die entsprechende Pflanze ordentlich wässern. Wichtig ist, bei Frost nicht mehr gießen. Um die Pflanzen in der weiteren Folge vor Frost zu schützen, genügt es üblicherweise bei der Grabbepflanzung im Winter, die empfindlichen Wurzeln mit einer Schicht Torf rund um den Stamm hin zu bedecken. Mit Steinen und Kies Akzente setzen. Zusätzlich kann man die Grabbepflanzung im Winter auch mit Kies ergänzen. Ein wesentlicher Vorteil solcher Steinbeete ist, dass sie das Wachstum von Unkraut auf der Grabstätte erfolgreich unterbinden. Zu diesem Zweck verlegt man unter dem Kies eine Fließmatte. Durch die kann das Unkraut nicht hindurchwachsen. Noch dazu können die Trittsteine als Elemente für die Gestaltung mit einbezogen werden. Im Folgenden haben wir jetzt für Sie ein paar Gewächse zusammengestellt, die den Winter ohne Probleme überleben und sich für Grabbepflanzung besonders gut eignen. Denn eine Grabbepflanzung im Winter sollte nicht nur praktikabel sein, sondern natürlich auch schön. Sehr schön ist immer, wenn das Beet mit Schnee bedeckt ist und trotzdem einige Blüten und Blätter hervorragen und der ansonsten eher freudlosen Jahreszeit farbenfroh entgegenwirken. Auch nach dem Schmuck für Allerheiligen ist eine neue Bepflanzung machbar. Folgende Pflanzen sind beispielsweise winterhart und gut geeignet. Die Schneeheide. Dabei handelt es sich um eine übliche Winterart, die auch im Pflanzkübel auf der winterlichen Terrasse aufgestellt werden kann. Die Schneeheide blüht bereits ab November, üblicherweise aber ab Februar oder März. Sie wird oftmals als Winterheide bezeichnet und stellt eine der ersten Nahrungsquellen für Insekten im Frühling dar. Christrose. Auch diese Pflanze ist eine beliebte Grabpflanze und widersteht dem Winter mit ihren Blüten ab etwa November. Einige Sorten blühen bereits früher und ziemlich ausdauernd. Da die Christrose mit den weißen Blüten im Schnee untergehen kann, kann man Tannenzweige hinzufügen. Eine Christrose in einem selbstgemachten Adventsgebinde bringt die Blüte ebenfalls entsprechend zur Geltung. Die Scheinbeere. Diese Pflanze blüht während des Sommers, aber die roten Beeren bleiben auch im Winter bestehen und leuchten als Grabschmuck unter dem Schnee hervor. Als Bodendecker breitet sich die Pflanze mit der Zeit auf der Grabstätte aus, was die Pflege einfach macht und kontinuierliche Neubepflanzung nicht erforderlich macht. Das Immergrün. Wie der Name bereits aussagt, kann der Winter dem Bodendecker nicht schaden. Das Immergrün verfügt über unauffällige Blätter und kleinere blau-violette Blütenstände. Eigentlich endet die Zeit der Blüte im Herbst, doch bis Ende November hinein zeigen sich vereinzelt Blütenstände. Fette Henne oder Fetthenne. Auch hierbei handelt es sich um eine klassische Winterpflanze, die es in jeder Gärtnerei ab dem Herbst zu kaufen gibt. Sie wird auch als Mauerpfeffer bezeichnet, ist frost- und winterhart und für die ganzjährige Bepflanzung geeignet. Denn sie erträgt einiges an Trockenheit. Die Blütezeit kann sich abhängig von der Sorte bis in den Herbst erstrecken. Aber auch im Winter ist das Gewächs auf dem Grab ein richtiger Hingucker. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Für mehr Informationen zu dem Thema aus diesem Video besuchen Sie ganz einfach unsere Website hausundgarten-profi.de oder abonnieren Sie ganz einfach diesen Kanal. Vielen Dank und wir freuen uns schon, Sie beim nächsten Video begrüßen zu dürfen.